Und damit wieder mein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Diesmal wieder eine neue Folge und zwar auf dieser neuen Route, die wir in der letzten Folge angesteuert haben, einer eisigen Route. Nämlich die Route 9, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, hier haben wir auch jetzt von ihm hier das Upgrade für das Fahrrad bekommen. Danke Mantax für diesen wunderschönen Auftritt, dich brauchen wir aber nicht mehr. Oh, und ja, jetzt hat er mir... Ja, scheiße, jetzt hat mir das jetzt ein bisschen die Überraschung verdorben. Ja, wir haben ein neues Teammitglied. Wenn ich es mal kurz ansprechen konnte, das Mantax hat mir jetzt ein bisschen alles kaputt gemacht. Ja, wie gesagt, das hat das jetzt ein bisschen gespoilert. Ja, wie gesagt, ich habe mir jetzt einen tatsächlichen Alola... Galoppa im Team. Also daran liegt, dass ich einen Galaponita vertauscht bekommen habe. Aus dem Zaubertausch tatsächlich, mit Glück. Und ja, hab mir das halt einfach, das war irgendwie auf Level 16 oder so, hab's mir dann hochgepusht und hab's jetzt auf den Level gebracht. Und ja, es hat sich währenddessen entwickelt. Und ja, jetzt haben wir einen Galoppa. Wir waren mega nice Pokémon. Und ja, nur namentechnisch her, da es halt getauscht ist, kann ich es halt nicht umbenennen. Aber mit Rapidash bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich hätte zwar bestimmt irgendwie so selber bestimmt eher lieber Unicorn oder so genannt, weil es einfach ein Einhorn ist. Man sieht's ja. Aber ja. Rapidash bin ich eigentlich auch komplett zufrieden. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es der englische Name von Galoppa ist. Bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass es der englische Name ist. Im Übrigen ist es Typ Psychofee, also quasi im Prinzip eigentlich genau dasselbe wie Gardevoir. Ist jetzt ein bisschen doof. Ich habe dafür im Übrigen Herr Fuchs rausgeschmissen, da ich ihn halt auch zweimal typentechnisch im Team hatte. Und ich wollte halt lieber eher Geradax, beziehungsweise wie die andere Weiterentwicklung da heißt. Übrigens habe ich das hier, die jetzt auch jetzt eigentlich umbenannt. Zu Rocky. Das ist hier am Start. Und ja, ich würde sagen, das ist jetzt mein endgültiges Team, was ich bis zum Ende behalten werde. Ja, wie gesagt, das heißt, im Prinzip habe ich jetzt eigentlich einen zweiten Typen, also ein Pokémon, was ich zweimal typenmäßig habe, habe ich rausgeschmissen. Und dafür ein Pokémon reingesetzt, was ich auch schon einmal typenmäßig genau dasselbe habe. Nämlich sowohl Galoppa als auch Gardevoir sind Fee Psycho halt. Aber komm, da ich das jetzt durch Tausch bekommen habe und ich es eigentlich schon, seit es gezeigt wurde, schon ins Team aufnehmen wollte, ja, war es irgendwie klar, dass ich, wenn ich jetzt schon einen Ponita bekommen habe, einen Galaponita, dann ist es auch logisch, dass ich es natürlich auch ins Team aufnehme, ganz klar. Da muss halt der Fuchs halt auf Wiedersehen sagen. Hat aber auf jeden Fall lange mitgemacht, unser Guter. Und ja, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns den Rest der Route an. Und ja, erstmal natürlich hier die Trainer. Ich habe mir jetzt hier auch erstmal selber ein bisschen umgeschaut, aber da ich die Trainer jetzt mit euch machen will, habe ich jetzt hier nicht wirklich viel weitergemacht. Habe halt ein paar Pokémon technisch, bin ich nochmal kurz in die Wildzone gegangen. Habe mir nochmal den Platz abgesucht da, wo man, wie ich gehört habe, Ditto antreffen kann. Beziehungsweise war ich da auch schon und habe auch schon Ditto angetroffen. Allerdings kann ich es leveltechnisch nicht fangen, weil es irgendwie so 60 oder so ein Dreh ist. Ich glaube 56 oder höher. Und da wir nur Pokémon Level 50 fangen können, ja, das ist ein kleines Problem. So, jetzt habe ich allerdings auch ein kleines Problem, weil ich weiß jetzt nicht mehr, was die, welchen Typen dieses Kaoktor hatte. Ich glaube Wasser, aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Aber selbst wenn, ich habe jetzt im Übrigen, attackentechnisch habe ich mich jetzt ein bisschen aufgerüstet. Also nicht nur Rapidash habe ich ein bisschen mit ein paar Dingern hier Attacken, also hier TMs ein bisschen gefüttert, sage ich mal so. Sondern habe auch hier die anderen mal ein bisschen aufgefrischt. Zum Beispiel, ja okay, gut, hier ist das gleiche Moveset. Hier den Rocky habe ich Kreuzschere und Donnerblitz beigebracht. Ein bisschen so für Abwechslung sorgt im Moveset. Dann glaube Feuerzahn ist glaube ich neu gewesen und Zen-Kopfstoß. Ich glaube Feuerfeger und Feuerball hatten wir davor schon und ja, Feuerzahn und Zen-Kopfstoß habe ich ihm beigebracht. Shiny habe ich Erdkräfte beigebracht und das ist gleich, ne? Ich glaube nur Erdkräfte. Und Sarah Eisenschädel und Fliegen, Eisenschild und Fliegen. Und Rapidash habe ich halt mit, habe ich halt ein bisschen, ja, ich weiß nicht, was sie davor hatte für Moveset, aber auf jeden Fall hat sie jetzt Psychokinese, Schmalhorn, Psychoklinge und Pferdestärke. Also, ja, auch typentechnisch von den Attacken habe ich ein bisschen was zu machen.
Und da Schmalhorn zu dem Einhorn passt und Pferdestärke, da es halt ein Pferd ist, habe ich mir gedacht, ja komm. Hast du dann auch Boden und Stahl im Moveset. Und sonst halt Psychokinese und von den AP her noch Psychoklinge. Als Reserve, falls Psychokinese schlapp macht, von AP her. So zumindest zum Moveset. Aber da ich auch gerade eben gesehen habe, dass Psychoattacken sehr effektiv ist, würde ich sagen, gehen wir gleich damit drauf. Aber wie war dann nochmal die Stärke? Ist 70 und ist 90. Also ist mal, Psychokinese ist halt eindeutig stärker, aber hat halt auch wenig, nur zur Hälfte der AP. Also, weiß ja nicht. Aber ich würde sagen, Psychoklinge reicht. Und das ist nur auf 41. Also ich bin 11 Level drüber. Würde ich mal sagen, reicht Psychoklinge. Zack! Ja. Ach ja, ich liebe das Pokémon schon echt. Ich liebe Galagalopper schon. Ist schon echt, wenn nicht sogar mein absolutes Lieblings-Pokémon aus Galar. Das ist echt nice. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, wollte es auch schon, wie gesagt, schon von Anfang an ins Team mitnehmen. Bis ich dann aber halt leider sehen musste, dass es exklusiv Schild ist. Oh ja, siehst du ja. Einfach nur ein bisschen im Wundertausche rumtraden, dann passt es. Hier wollt ihr noch kämpfen? Hier bin ich halt noch nicht gewesen, hier. Ich wollte bestimmt auch kämpfen, oder? Was sagst du zu meinem geheimen Strand? Er ist wurde aus Paradies, inmitten des kalten Ozeans. Klein, aber fein. Du da, extra da du extra hergekommen bist, habe ich ein Geschenk für dich. Okay. Auch im Übrigen. Warum badet ihr hier in der Kälte? Ich hab's schon letztes Mal in der Stadt gesagt. Junge, wenn du in dieser Kälte hier. Ja, okay, dann. Ja, sowas würde ich doch nicht baden. Allgemein. Sonst da holst du dir den Tod, holst du dir da, wenn du erstmal hier in der Kälte bist und dann das heiße Wasser. Aber hier, da frierst du ja in dem Wasser. Also hier würde ich ja auf keinen Fall baden. Aber ist das nicht sogar die erste Schwimmerin, die wir sehen? Ja, ich glaube schon, ne? Ich glaube, Schwimmerin hatten wir noch gar nicht. Es war ein bisschen unlogisch, dass sie hier ist und der Schwimmer auch. Aber ja. Kämpfen will die nicht, oder was? Mit der Attacke Taucher können Pokémon ins Wasser abtauchen, wo sie vor gegnerischen Angriffen sicher sind. Fast wie hier an meinem kalten, abgelegenen Strand. Und du? Ich fand's ja nett von ihr, dass sie mir ihren geheimen Strand zeigt. Aber findest du es nicht auch viel zu kalt hier? Wie kann sie so gelassen im Bikini dastehen? Genau mit frieren, mir frieren jeden Moment sämtliche Zehen ab. Über. Ach, der friert oder was? Und die nicht? Okay. Das ergibt keinen Sinn. Aber okay. Weiß ich Bescheid, Nintendo. So, okay. Wie geht's denn hier jetzt weiter? Bin mir gar nicht mal sicher, wo wir schon waren und wo nicht. So ganz große Route. Aber hier ist schon mal die TM Steinhage. Okay, cool. Also Gegner, die eventuell zurückschrecken. Warte mal. Ist das die Attacke, die ich schon hatte? Ich habe schon so viele TMs, ey. Erlernbar. Er hat's noch nicht. Hat zwar auch nur eine 9 Genauigkeit und nur 10 AP. Aber warte mal, zeig mal her. Was hat denn der sonst noch so? Ich glaube, dann würde ich. Das ist die große Frage, was will ich jetzt behalten? Also von Stärke hier, aber 90 Genauigkeit plus auch noch 5 AP Verlust. An die AP müssen wir auch noch denken. Ja, sonst setze ich meistens eh Antikraft ein, also als Reserve eventuell. Ja, bringen wir es mal bei. Brauchen wir eventuell auch nur als Reserve nutzen. Falls mal in einer brenzlichen Lage, falls mal die AP von Steinhage halt leer gehen. Sind ja nur 5. Wenn ich von Steinhage hier Antikraft. Ja, dann kann man das mal ins Moveset aufnehmen. So. Wenn nicht, finden wir eh wieder was anderes. Also ich weiß es nicht, weiß nicht. Oh, apropos Schwimmerin, da ist eine, die kämpfen will, okay.
Was gibt's denn hier noch alles zu sehen? Ich weiß jetzt nicht, ob es da weitergeht. Eventuell gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Will die auch kämpfen? Ja, die will auch kämpfen. Okay, dann komm ran hier. Da hab ich mich ja vorbeigeschlichen, ey. Hatte gerade eine kleine Pause und bin bereit für den nächsten Kampf. Na, wie sieht's aus? Ja, auf jeden Fall. Okay. Schwören Petra. Okay, Remo reit. War es nicht irgendwas mit Boden? Oder verwechselt? Ne, ich glaube, ich verwechsel es gerade mit hier. Das andere Fieder, was sich zu Welsa entwickelt. Das hier müsste. Schmerbe war es. Schmerbe war Wasserboden. Das Vieh müsste, glaube ich, nur Wasser sein. Boah, was entwickelt sich das denn? Wird es nicht zu diesen komischen. Octillery oder wie dieser rote Tintenfisch heißt? Wird es nicht zu dem? Bin mir gar nicht sicher. Bin mir auch gar nicht sicher. Ich würde sagen, du nicht. Das, Na, Rocky halt, oder? Wegen Elektro. Ich weiß, es steht eigentlich da, aber. Trotzdem. Oh, ich hoffe jetzt mal zumindest, dass er nicht Boden hat. Aber ich glaube nicht. Werden wir ja gleich sehen. Wie gesagt, ich vergesse andauernd hier auf das Dings da zu gucken. Ja, okay, passt. Zack. So ein bisschen Abwechslung. Haben wir wenigstens auch mal was gegen Wasser. Und gegen Elektro und so haben wir jetzt auch was wegen hier. Pferdestärke, Erdkräfte und sowas alles. Also ich habe, wie gesagt, mit dem Moveset so ein bisschen darauf dran gedacht, dass wir auch was gegen Typen haben, gegen die wir vorher nichts hatten. Also ja. Hab schon mir was dabei gedacht. Jetzt online würde ich jetzt halt das Team jetzt nicht spielen, aber ja, online spiele ich ja so oder so nicht. Also. So gut bin ich im Pokémon jetzt auch nicht. Das Mantax überlebt. Ist aber auch. Ist keine Weiterentwicklung. Nee. Basis-Pokémon, aber es hat ein Baby-Pokémon. Mantyrps. Na komm, mach Nachthieb. Beende es mit Nachthieb. Ist eigentlich da auch wieder egal, aber ja. HP sparen. Es reicht jetzt, wo jetzt, wie es aussieht, auch Wasser-Pokémon großteils kommen. AP für Donnerblitz sparen. Octillery, okay. Nein, nicht wechseln. Das muss auf jeden Fall nur Wasser sein. Das ist ja auch ein Donnerblitz ab. Und natürlich überlebt das auch. Naja, man muss so sagen, er kriegt halt keinen Step drauf auf Elektro. Er ist halt nur normal Unlicht. Und kriegt deshalb keinen Snap auf Donnerblitz. Aber trotzdem ist der Donnerblitz extrem stark. Also kann man sich nicht beschweren. Aber das Rechte, dass es effektiv ist, würde ich jetzt eigentlich, obwohl ich Level 12 Level drüber bin, würde ich eigentlich sagen, das ist eigentlich one-hitted. Also das ist schon echt krass. Das ist trotzdem effektiv. 12 Level drüber. Und. Ja. Ja, overlevelt und sehr effektiv. Dass es das überlebt, ja, ist schon echt nicht schlecht. Ich meine ja nur. Wir sind halt jetzt die Pokémon auch ein bisschen mehr aus. Macht das Spiel jetzt nicht wirklich schwerer, also vielleicht ist das Spiel trotzdem noch, weil man halt viel zu viel Erfahrungspunkte hergeschmissen bekommt. Oder halt sich durch die Bonbons halt durch Raids pushen kann. Mega einfach. Macht das Spiel noch lange nicht schwerer, aber ja. Trotzdem. Bitte auch langsam, er hätte auch eigentlich langsam mal Bock, wenn es eigentlich mal Storytechnik los ist. Obwohl ich eigentlich schon eine Vermutung habe, dass es eventuell sogar nach dem 8. Orden oder so erst losgeht. Oder eventuell nach dem 7. Aber da weiß ich halt nicht Bescheid. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Dafür spielen wir ja das Spiel. Eine Perle.
mit diesem Zeug bin. Top-Elixier. Geht hier nicht sogar weiter? Ja, hier geht's weiter. Okay, hier geht's weiter. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal kurz zurück. Aber mit Sicherheit auch die einen oder anderen Trainer noch auf der Route. Und eventuell vielleicht sogar ein paar neue Pokémon, aber das bezweifle ich. Ich würde mal sagen, wir haben fast hier alles gesehen. Zumindest was wir jetzt so beim Rumlaufen sehen können. Bestimmt, wenn ich hier Stunden rumsuchen würde, dann will ich bestimmt noch irgendwas. Aber ja. Das will ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich will jetzt höchstens Trainer und so besiegen und dann gibt es meistens immer gesonderte Parts, wo wir uns hier auf den Routen umschauen. Muss mal gucken, wann wir das demnächst mal wieder machen. Wir haben jetzt ein paar die ganzen Eisrouten hier, wo ich mal gucken kann. Beziehungsweise ein paar ein oder andere Pokémon habe ich glaube ich sogar gefangen. Ich glaube nur dieses komische Igel-Pokémon, was mir da sogar glaube ich empfohlen wird. Das habe ich noch nicht, aber dieses Flampion, also diese Galar-Flampion, das habe ich schon gefunden. Ach, und Agrostella wird mir auch empfohlen. Okay, das gibt es ja auch irgendwo. Und hier dieses Brit-Ziegel. Das müssen wir noch finden. Das hat der Tali eigentlich. Sagst du aber schon Tali, ey. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, warum ich andauernd. Das ist schon seit Anfang des Let's Plays ist es so. Ich verwechsel des öfteren Charaktere oder irgendwelche Pokémon oder irgendwas anderes mit den Pokémon aus der Alola-Region. Warum? Ich verstehe das nicht. Weil es dem alles schon ziemlich ähnlich ist. Nicht nur, dass die Animationen und sowas alles übernommen wurden und so. Es ist dem Spiel schon ziemlich ähnlich, nur halt anders. Andere Region und so. Ja. Trotzdem verwechselt er aber trotz allem und ja, jetzt verwechselt sich so schon Hopp mit Tali. Wow, fantastisch. Kann man im Prinzip sehen, weil er die gleichen Animationen wie Tali hat. Wenn man Sonne und Mond gespielt hat, weiß, sieht man das ganz genau, dass eindeutig der Hopp die ganzen, die gleichen Animationen hat. Beziehungsweise eine gewisse Animation. Und ja. Das ist zumindest zu dem Thema. Oh, ja, apropos Trainer, hier ist einer. Okay. So, genug aufhören. Dann wollen wir uns mal volle Pulle in den Kampf stürzen. Auf jeden Fall. Olaf. Der hier ist Olaf. Der ist Olaf. 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 Und, Olaf. Olaf. Lass mich raten, wer ist dann ganz bestimmt genau? Günther. Legendär, die Folge. Erstmal schweigen, meine ist legendär. Habe ich aber schon, glaube ich, das öfter schon gesagt. Also, das ist logisch. So. Hört er hier loser, die da am Start. Die Schwarmform. Und ja. Müssen ihn eigentlich nur irgendwie so zur Hälfte oder so schwächen, dann müsste er sich jetzt verwandeln. Also, sonst insgesamt ist loser, die echt schwach, aber eine Schwarmform ist eigentlich nicht zu unterschätzen. Da sollte man es halt nicht unterschätzen. Auch vom Schaden her lässt sich das sehen, auf jeden Fall. Aber sobald man irgendwie so unter die Hälfte bringt, dann müsste es sich zurückverwandeln, oder? Oder einen kritischen. Oh shit. Glaube ich, wenn man einen kritischen bringt, also. Einen roten. Nee. Nee, jetzt ist nach. Keine Ahnung. Angreifen konnte er zwar noch. Konnte sogar Rocky killen, aber. Ja. Sieben ist mich trotzdem nicht. Hab schließlich noch weitere 5 Pokémon, die mit dir fertig werden. Das reicht mit dem kleinen Vier. Das ist wirklich das kleine Losadin, das kann nicht. Das ist wirklich schwach. Aber sobald es dann einmal im Dingsmodus ist, im Schwarmmodus, dann ja, dann ist es schon echt stark. Gab sogar eine Prüfung in Sonne und Mond damit. Habe ich aber auch schon einmal erwähnt. Und die Pokémon Sonne und Mond gespielt haben, die wissen es eh. So, Wailord. Doch, jetzt kommt die ganze Scheiß, gegen den ich eigentlich jetzt mal hier Rocky bräuchte, aber ja, der ist außer Gefecht. Können natürlich auch einen Beleber spielen oder so, aber das finde ich irgendwie unnötig. Ja, Wailord, der hält extrem viel aus und ich habe nichts Effektives gegen ihn. Kacke. Was kann ich denn jetzt machen? Also Shiny fällt auf jeden Fall raus, und genauso wie Wally. Rapid Dash ist durch behaupten. Ich weiß noch von den Stats, glaube ich, dass hier unser Alola Galoppa einen schlechten Verteidigungswert hat wegen dem Wesen. Also ja, müssen wir hoffen, dass sie das übersteht.
Zudem hat sie auch noch die Fähigkeit Pastelhülle, die habe ich glaube ich auch noch nicht erwähnt. Schützt das Pokémon für seine Mitstreiter vor Vergiftung. Was halt wegen seinem Feentypen ein großes Problem sein könnte. Aber komm, ich hoffe, du kriegst das Wailord fertig. Weil Wailord hält extrem viel aus. Extrem. Echt verdammt viele Leben und ja. Krass. Und hohe Verteidigung auch noch. Also. Mal schauen, ob er das irgendwie. Ob das Rapid Dash irgendwie klein kriegt. Wo wollen wir denn jetzt gehen? Pferdestärke? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht Pferdestärke. Es wäre zwar die stärkste Attacke, aber ist sogar nicht sehr effektiv, ne? Psychokinese eigentlich, ja. Hauptsache Schaden. Wenn sich sehen lässt. Okay, der lässt sich sehen auf jeden Fall. Für einen Wailord. Was? Oh nö, er hat eine Stahlattacke. Natürlich. Natürlich hat er eine Stahlattacke und kriegt auch noch einen Crit drum drauf. Fantastisch. Na super. Aber ich bin schneller als er, also jetzt mein Schmalhorn auf die Fresse. Zack. Wiedersehen. So eine coole Animation. Ich glaube, das war sogar eine Attacke, die das hier, dieses Necrozma hatte in Ultrasonne Ultramond, der Endboss. Also dieses Ultra Necrozma. Ich glaube, das hat sogar Schmalhorn gehabt. Dann noch dieses. Was war das? Also Schmalhorn auf jeden Fall. Wie ist dieses Photon-Geysir oder wie diese Attacke hieß? Auf jeden Fall extrem stark. So gut wie alles konnte das Vieh one-hitten. Also, ja, wer schon Samantha aus Sonne und Mond als Endboss stark fand, der sollte mal sich Ultra Necroz mal stellen. Der ist wirklich brutal. Gegen den habe ich auch eigentlich auch nur gewonnen, weil Pokémon von mir hier eine hohe Zuneigung hatten. Also quasi, dass ihr mit Glück eine. Selbst eine Attacke, die sie eigentlich killen würde, überleben. Und weil, und ich glaube. Weil ich habe ja. Das, so, nee. Und ich glaube, weil ich hier. Ich habe ja einmal Ultrasonne und einmal Ultramond. Beziehungsweise Ultramond habe ich damals durchgespielt, so. Das war auch die Download-Version. Und hier. Ultrasonne habe ich mir ja gekauft. Und das habe ich auch. Da habe ich, glaube ich, hier dann mit meinen anderen Pokémon gespielt. Und den Ultramond habe ich damals. Megma gespielt. Also quasi mit der Fähigkeit, mit seiner Fähigkeit der Kostümspuk habe ich das halt zunutze gemacht. Da habe ich es dann so gelöst. Und ja, jetzt in Ultrasonne habe ich es halt mit der Zuneigung zu meinem Pokémon halt gelöst. Ist beides möglich, aber sonst ja. Da dieses da Necrozma so ziemlich alles one-hitted, ja, es ist echt schon brutal. Da müsstest du schon entweder. Also ich will nicht wissen, wie das in der Nuzlocke aussehen würde. Kann mich zwar erinnern, dass da bzw. auch jetzt immer noch hier einige gleich zum Release des Spiels blind hier Nuzlocks machen mit dem Spiel. Würde ich niemals machen. Ich würde ja nicht mal so Nuzlocke spielen. Weil ich viel zu schlecht für sowas bin. Ohne Scheiß, aber ja. Wer sowas geil findet und die Spieler halt kann. Der kann es ruhig machen. Macht halt spannender gleich zum Anfang. Zudem, weil man halt auch keine Ahnung von den ganzen Pokémon hat. Vielleicht wenn man so zum Release hat, wo keiner irgendwie eine Ahnung hat von den ganzen Pokémon. Sonne und Mond haben ja dann viele schon einiges gewusst zum Release. Weil Hacker sich und Dataminer sich da die Demo zum Nutzen gemacht haben. Deshalb hat es auch nie wieder. Game Freak vor Release irgendwelche Demo rausgemacht. Vor Release, wo man merkt. Let's Go Evil, Let's Go Pikachu haben zwar auch eine Demo bekommen, aber jetzt nach Release. Und zum anderen lohnt sich da auch nicht irgendwas zu suchen, weil Let's Go Evil, Let's Go Pikachu kennen wir eh alle Pokémon. Das ist ja eh alles. Generation 1 und höchstens halt Meltan. Melmeta, aber das kennen wir auch schon alles. Also, das will man da groß finden. Ohne Triebherde, die ist viel wert. Ist cool, ganz viel Money. Ich glaube, ich habe auch ganz schön viel, wieder ganz viel Zeug, was wir verkaufen können. Können wir demnächst mal, eventuell, wenn wir in der nächsten Stadt sind, mal ordentlich wieder ausgeben. Beziehungsweise verkaufen, nicht ausgeben. Und vielleicht geben wir auch ein bisschen was aus, ich weiß es nicht. Oh, hier ist noch einer. Hä?
Waren wir nicht schon? Ich glaube, hier habe ich, die letzte Folge beendet, oder? Ich glaube, hier auf der Insel habe ich die da eigentlich beendet, aber anscheinend habe ich nicht gegen den hier gekämpft. Aber ja, egal. Machen wir es halt jetzt, jetzt mit Rapidash, der eindeutig leichtes Spiel gegen Karadonis hat. Zack! Ach ja, ich habe schon einmal gesagt, ich liebe Galagalopper. Wirklich, wirklich, wenn, ohne Scheiß, wenn nicht sogar mein Lieblings-Pokémon. Einfach nice. Und ja, hätte man sich mal vorstellen müssen, hätte ich das nicht getauscht bekommen, dann hätten wir es wahrscheinlich nie in dem Let's Play gesehen. Wäre echt schade gewesen. Aber zum Glück war da anscheinend jemand gnädig da beim Tausch. Hat mir eins rübergegeben. So ist es, anscheinend war es sogar ein, ein Zuchtopfer, weil da anscheinend jemand einen Shiny versucht hat zu bekommen, weil ich habe es gesehen, ich glaube, da stand, dass es von der Hortleiterin ist, auf Route 5. Und ja, ich weiß auch nicht, warum es auf Level 16 ist. Auf jeden Fall müsste das schon, müsste es halt beim Shiny Hunt oder so gewesen sein. Halt von einem Pokémon Schildspieler oder Spielerin. Ist ja nur eine Sache, dass man da ja wo auch immer antreffen kann und ja, nur hier jetzt halt nullmal. Ist ja nicht so, dass man es gar nicht bekommen kann. Süße hier ja wirklich nicht, aber ja. Ein Schild. Kommt halt drauf an, welche Edition man kauft. Ja, was haben wir dafür bekommen? Ja, dieses komische Lauchzulot da, dieses weiter weg oder von Galaporenta. Süße halt auch allgemein auch bestimmt Galaporenta selbst. Bin ich mir aber nicht sicher. Es stand zumindest nur Dings da. Lauchzulot, aber da das halt die Weiterentwicklung ist, würde ich sagen, ist Galaporenta auch exklusiv schwer. Aber ist, ne? Ja. Ich habe schon über Lauchzulot geredet und hier Dings Galagalopper, Galaporenta. Bin ich kein wirklicher Fan von und ja. Ist da meine Meinung schon drüber. Aber jetzt wisst ihr doch der Schnee nach. Okay. Mautzinger haben wir schon. Aber ob es nun eine Snobidicat, Galas Snobidicat gibt, das wissen wir inzwischen nicht. Das ist auf jeden Fall eine neue Weiterentwicklung von Mautzi. Aber ja, wie gesagt, was aus Snobidicat geworden ist, keine Ahnung. Dieses Goblinde. Erhöht, glaube ich, die Volltrefferquote, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Was? Ausgeliehen habe. Meine Güte, wir kommen einfach nicht nach Spikeford rein. Wie lange sollen wir uns denn noch die Beine in den Bauch stehen? Wie sollen wir denn jetzt den, den Unlicht-Arena-Leitungskampf herausfordern? Oh, Unlicht. Das kann interessant werden. Wieso haben die das Rolltor runtergelassen? So kriegen wir den nächsten Orden nie. Okay. Ach, hi, Mary. Alles klar. Hey, Nintendo, hier drüben. Was geht denn jetzt hier ab? Also, ich habe weiter noch... Irgendwas, immer noch die Vermutung, dass es irgendwas mit Team Yell zu tun hat. Aber da erfahren wir mehr. Hier ist, glaube ich, so ein Tunnel oder so. Habe ich, glaube ich, schon auf der Karte geguckt. Und warte mal, ich gehe gleich zu Mary, aber ich glaube, hier ist erstmal ja ein Duo-Kampf. Sehr interessant. Stellen wir uns den natürlich erstmal, bevor wir da mal gucken, was da abgeht. Das Rhythmus-Duo, Garvin und Ella. Alles klar. Mal das Rechte ist ganz interessant. Das habe ich aber auch schon aus dem Raid, also das kenne ich schon. Das ist dieses die Weiterentwicklung von diesem kleinen lilanen Vieh, was wir da hatten, Elektrogift. Das ist halt davon die Weiterentwicklung. Das habe ich aber halt auch schon aus dem Raid. Das ist mir nicht mehr neues für mich leider. Aber es sieht auf jeden Fall ganz relativ interessant aus. Das ist echt ein eigentlich ein recht cooles Pokémon. Und hat eine Schwäche gegen Psycho, also kriegst du hier das auf jeden Fall in die Fresse und ja, du kriegst Borschnabel, komm. Haben wir jetzt einen guten Start hier. Zack. Haben wir ein echt gutes Starter-Team hier, also gleich zum Start. Also hat einfach gute Konter, sag ich mal so. Okay, 53. Borschnabel und weg.
sonst noch irgendwas? Oder habt ihr beide nur ein Pokémon? Ja, die haben beide nur eins. Okay. Dann ist das schnell vorbei. Alles klar. Was ist das hier? Das ist ein Gasteller. Leider kein Akkusteller. Ich würde sagen, hier schütteln wir auch noch mal kurz dran. Ja, komm. Das rappelt mir zu heftig, also aufhören. Können wir zwar auch mal triggern, um da zu gucken, was da für Pokémon kommen, aber ich würde sagen, das mache ich jetzt nicht. Das kann ich ja mal privat gucken, ob es da irgendwas Gescheites gibt. Das ist da unten. Achso, das ist dieser komischen Eisviecher, ne? Kennen wir schon. Okay. Eigentlich ist die Folge beendet. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt wirklich da jetzt loslegen will oder... Eigentlich nicht, ne? Ja, 30 Minuten. Ja, gut, dann machen wir da in der nächsten Folge weiter. Welche Folge gefallen hat, das Like da, aber das war bei nächster Woche weiter bei Pokémon Schwert. Dann gucken wir mal, was Mary uns da so zu zeigen hat oder wie wir in diese Stadt überhaupt reinkommen. Schließlich wollen wir unseren nächsten Arena-Ohren haben. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.